Servus Friends, wie geht's euch? Ich hoffe gut, bei mir ist alles klar und heute geht es um Eltern. Wir alle haben sie, wir lieben sie und wir lieben sie manchmal etwas weniger. Und darum geht es heute explizit. Denn es gibt immer mal wieder Situationen, wo einen die eigenen Eltern ganz schön aufregen können. Und in welchen Situationen das so ist, das zeige ich euch aus meiner eigenen Erfahrung jetzt. Immer das Neueste haben. Freunde, ihr kennt es, ein neues Smartphone kommt raus, ein neues Computerspiel oder die neue Kollektion von eurer Lieblingsmarke. Und ihr seid schon so voll bereit, euren Berg Geld zu nehmen und zu sagen, shut up and take my money. Und eure Eltern so, und zwar mit dem Argument, dass man nicht immer das Neueste braucht. Und das ist in einer gewissen Art und Weise auch richtig, aber einfach zeitgemäß gesehen gar nicht mehr so kompatibel. Wenn man heutzutage in die Schule geht und hat nicht das neueste Smartphone-Modell, ist man ja schon nicht mehr cool. Deswegen, liebe Eltern, das machen wir nicht nur wegen uns, sondern auch, um nach außen hin besser anzukommen. Videospiele. Wenn man online spielt, spielt man dort mit anderen Personen, die auch gerade in Realität vor ihrer Glotze sitzen und zocken. Da kann man also nicht Pause drücken oder speichern. Auch wenn der Großteil der Eltern versucht, das zu verdrängen und sagt, drück doch jetzt mal Pause, geht bestimmt. Nein, geht nicht. Und jetzt lass mich hier weiterspielen, bevor ich hier abkacke! Und das Ganze geht ja noch weiter. Das Ganze gibt's auch bei Offline-Spielen. Wenn ich mich an meine Kindheit zurückerinnere, habe ich auch mal auf einem Game Boy Color Pokémon gespielt. Und ihr kennt garantiert die Situation. Ihr seid bei einem Trainer- oder Arena-Kampf sogar und könnt nicht speichern. Warum versteht das niemand? Ich muss da einen Orden gewinnen. Außerdem geht's um Folgendes. Ich will der Allerbeste sein. Essenslügner. Jetzt wird's noch eine ganze Nummer fieser, Freunde. Ihr hockt wieder in eurem Zimmer, macht irgendwie Schnieke was am Laptop und eure Eltern rufen euch zum Essen. Und ihr denkt so, geil, haut den Laptop weg, macht euch bereit, stürmt raus, kommt in die Küche und das Essen braucht noch 5 Minuten. Beziehungsweise eure Eltern sagen euch das ins Gesicht, ohne rot zu werden. Ja, Kartoffeln brauchen noch, aber du kannst ja schon mal den Tisch decken. Bitte, liebe Eltern, sagt uns doch einfach vorher, dass wir den Tisch decken müssen. Anstatt einfach die gute Nachricht zu zerstören, dass es gar kein Essen gibt und dann mit der schlechten Nachricht noch zusätzlich zu kommen, dass der Tisch noch gedeckt werden muss. Das Schweigen. Das kennt ihr garantiert auch alle Homeboys. Ihr seid zum Beispiel oben in eurem Zimmer und ihr hört eure Eltern rufen. Und dann passiert es einfach... Ja! Ja! Gottverdammt! Ja, Papa! Du bist 3 Meter von mir entfernt! Rufst mich? Ich höre dich und du musst mich auch hören, so wie ich schreie. Warum antwortest du nicht? Ist das dein Ernst? Technologie. Technologie, liebe Freunde, der Fremdbegriff eines Großteils aller Eltern. Okay, ich muss sagen, meine Eltern kommen so langsam ganz gut zurecht, zumindest mit ihrem Smartphone. Aber ich kann mich halt an Zeiten erinnern, wo ich meiner Mutter erklären musste, wie man vom Desktop aus das Internet öffnet. Mehrmals hintereinander. Ganz schlimm ist es ja auch, wenn die eigenen Eltern einen bei Facebook anfragen und einen dann im privaten Leben auf die Dinge ansprechen, die man über den Tag hinaus auf Facebook zum Beispiel gepostet hat oder auf Twitter, Instagram oder sonstiges. So, Friends, jetzt kennt ihr einige Dinge, die mich zumindest an Eltern ganz schön aufgeregt haben und jetzt seid ihr an der Reihe. Schreibt mir unten in die Kommentare, welche von diesen Dingen ihr kennt und wenn ihr noch weitere habt, könnt ihr die natürlich auch gerne ergänzen. Und wenn ihr mit den neuen Ideen noch einen zweiten Teil haben wollt, könnt ihr mir gerne einen Daumen nach oben geben, um mir das zu zeigen, wäre eine super Unterstützung. Und dann würde ich mal sagen, wenn ihr jetzt noch weitere Videos schauen möchtet, dann könnt ihr zum einen gerne hier klicken, denn dort werde ich super sexy geschminkt, oh mein Gott. Oder ihr gebt euch hier meine Emoji-Challenge und für alle, die mobil unterwegs sind, das heißt am Smartphone, stehen die Links unten in der Videobeschreibung, genauso wie der Link zu diesen super sexy Handyhüllen von Friends, meinem Logo und noch vieles weiteres könnt ihr abchecken. Genauso wie der Link zu meinem Shop und meinen fantastischen Bändern. Und dann würde ich mal sagen, alle weiteren Infos zu mir gibt es auf meiner Facebook-Fanpage, meiner Twitter-Page oder meiner Webseite christus.de. Links ebenfalls in der Beschreibung. Und dann sieht man sich im nächsten Video. Tschaußen!